Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres virtuellen Rundgangs durch die Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau. Mein Name ist Frank Schleicher, ich bin Diakon in dieser besonderen Kirche an diesem besonderen Ort. Dem Architekten Helmut Striffler ist mit dem Bau der Versöhnungskirche etwas gelungen, das Widersprüchlichkeiten auf ganz eindrucksvolle Weise vereint. Das architektonische Konzept der Kirche ist von Gegensätzen geprägt. Sie will auf dem Gelände der Gedenkstätte präsent sein, sich aber nicht aufdrängen. Sie will Menschen von heute ansprechen, zugleich aber auf eine unvorstellbare Geschichte antworten. Sie will der Feier des Gottesdienstes Raum geben und die Auseinandersetzung mit Leid und Verbrechen ermöglichen. Sie will zum Gespräch einladen und zum Stillewerden ermutigen. Sie will Informationen anbieten und zum Gebet hinführen. Sie will an Verfolgte genauso erinnern wie an die Schuld der Verfolger. Und so kann die Symbolik dieses Gebäudes stets mehrfach gelesen und verstanden werden. Wenn Sie sich der Versöhnungskirche nähern, können Sie, gerade wenn Sie schon eine Weile auf dem Gelände der Gedenkstätte unterwegs waren, ein ganz wichtiges Gestaltungsmerkmal wahrnehmen. Sie werden etwas vermissen. Es fehlt der rechte Winkel. Das wirkt erst einmal sehr ungewohnt, an einem Ort, an dem der rechte Winkel alles prägt. Das Lager, den Appellplatz, den Prügelbock, jedes Gebäude, überall herrscht hier der rechte Winkel. Und genau diese Rechtwinkligkeit hatte der Architekt Professor Helmut Striffler geradezu als ein Symbol des nationalsozialistischen Mordsystems empfunden. Heinrich Mann hat einmal von der Genauigkeit des Abscheulichen gesprochen. Die Gestaltung der Versöhnungskirche soll ein Gegenort zu all den rechtwinkligen Einrichtungen sein. Der ganze Bau wirkt sehr rätselhaft. Für manche Besucher ist er auch nicht sofort als Kirche zu erkennen. Nähert man sich von der Lagerstraße her, dann kommt man an eine große Freitreppe, die nach unten führt. Die Form erinnert an geöffnete Arme. Ein Arm zur Gedenkstätte hin ausgestreckt. Der andere Arm wendet sich der katholischen Todesangst Christi Kapelle und der jüdischen Gedenkstätte zu. Hier sind Menschen willkommen, ist die Botschaft. Und hier treffen wir auch auf das zweite auffällige Gestaltungsmerkmal. Diese Kirche ist wie ein Weg ausgelegt, der langsam in die Tiefe führt. Die nach unten enger werdende Treppe gleicht dem Eingang in eine Höhle. Den Weg in die Tiefe kann man gehen als einen Weg der Scham oder als einen Weg der Trauer. Man kann ihn verstehen als Eintauchen in die Erinnerung oder als Suche nach Zuflucht. Ein Symbol für Leiden und Sterben, aber auch für Widersprechen und Widerstehen. Tiefe kann etwas Ängstliches und Bedrohliches haben, aber auch etwas Bergendes und Schützendes. Für mich hat dieses Eintauchen in die Tiefe, gerade wenn ich mit einer Gruppe ein paar Stunden auf dem Gelände unterwegs war, was sehr Tröstliches. Überall knirscht der Kies unter den Schuhen, man hört die anderen Besucher und mit diesem Eintauchen in die Tiefe umschließt mich diese Ruhe plötzlich wie ein schützender Mantel. Wohltuend. Achten Sie mal drauf, wenn Sie uns besuchen kommen. Wichtig ist, dass die Erfahrung von Tiefe nicht zerstört. Aus der Tiefe heraus kann ein Mensch klagen, weinen, schreien und beten. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, heißt es in der Bibel. Diese Anfangsworte des 130. Psalms sind
in der Wand unserer Kirche eingelassen. Auf Wiedersehen, bis nächsten Mittwoch.